Das ist der 1 Million Euro TV-Man. Das ist der 500.000 Euro TV-Man. Der 100.000 Euro TV-Man. 50.000 Euro TV-Man. 250 Euro TV-Man. Bis runter zum 50 Euro TV-Man. Ich bin arm. Hey, ich schenke dir 250 Euro. Dann kannst du im Kampf gegen die Skibidis helfen. Wow, danke für die 250 Euro. Jetzt kann ich mir das erste Upgrade leisten. Dann hole ich mir jetzt hier schnell das erste Upgrade. Willst du das 250 Euro Upgrade haben? Ja, bitteschön. Hier ist das ganze Geld. Na dann, viel Spaß mit dem 250 Euro Upgrade. Dankeschön, werde ich haben. Oh Mann, das nächste Upgrade kostet schon 50.000 Euro. Ich kann dir dabei helfen. Komm her, Junge. Was? Bist du nicht Mr. Beast? Ja, ich bin Mr. Beast. Ich habe eine Challenge für dich. Bist du damit einverstanden? Was, Leute? Eine Challenge von Mr. Beast? Na klar bin ich damit einverstanden. Du wirst sie eh nicht schaffen. Für jeden Abonnenten, den du dazu bekommst, schenke ich dir 10.000 Euro. Was? Vielen Dank, Mr. Beast. Das hört sich super gut an. Ich glaube nicht an das Team Aborg. Es wird niemand abonnieren. Ich glaube an das Team Aborg. Los, Leute, lasst jetzt alle ein Abo da, damit ich 10.000 Euro von Mr. Beast bekomme. Es abonniert einfach niemand. Hey, Team Aborg, bitte, los, lasst jetzt alle schnell ein Abo da. Ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siehst du, Mr. Beast? Ich hab den Abo bekommen. Oh Mann, ey, dass ich echt nochmal Glück hab. Hier sind 10.000 Euro, ey. Tja, Mr. Beast, denn auf das Team Aborg kann man sich verlassen. Jetzt fehlen mir nur noch 40.000 Euro, um das 50.000 Euro Upgrade zu bekommen. Wie kann ich denn nur 40.000 Euro verdienen? Hier lebt doch der magische Max. Vielleicht kann der mir helfen. Max, was ist da denn? Da ist einfach ein UFO. Oh, hier ist einfach ein UFO in Brookhaven. Oh mein Gott, Leute. Ja, genau das habe ich gebraucht. Jackpot. Hallo FBI. Ja, hier ist Aborg. Ich rufe gerade an. Ich habe ein UFO entdeckt. Los, kommen Sie sofort her, FBI. Ja, endlich ist es soweit. Wir haben die Aliens gefunden. Yeah. Aliens, wir kommen. Freunde, ich kann es kaum fassen, dass ich einfach einen UFO gefunden habe. Damit kriege ich bestimmt die 40.000 Euro voll. Ja, Bock, da kannst du aber mal von ausgehen. Ich komme von FBI. Du bekommst hier 40.000 Euro Finderlohn. Danke, dass du dem FBI Bescheid gesagt hast. Das war sehr großartig. Aber lieber FBI-Agent, das ist doch überhaupt kein Problem. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem UFO. Was auch immer ihr damit macht. Ich kaufe mir jetzt erstmal das 50.000 Euro Upgrade. Also schnell wieder in den Teileladen und sich das Upgrade kaufen. Hey, ich hätte gerne das 50.000 Euro Upgrade. Boah, du bist aber schnell dabei, die Upgrades zu sammeln. Das macht dann 50.000 Euro. Hier, bitteschön, 50.000 Euro. Wow, viel Spaß mit dem 50.000 Euro Upgrade. Das nächste Upgrade kostet schon stolze 100.000 Euro. Ja, Mann, ich habe jetzt das 50.000 Euro Upgrade. Das sieht ja richtig super aus. Aber Leute, das nächste Upgrade kostet 100.000 Euro. Wie soll ich das denn bekommen? Jemand hat den Kanal abonniert. Oh, vielen Dank. Danke, dass du den Kanal abonniert hast. Noch jemand hat den Kanal abonniert. Danke. Jetzt habe ich schon zwei neue Abonnenten. Wisst ihr, was das heißt? Na klar weiß ich, was das heißt. Ich muss dir 20.000 Euro geben. Ja, Mann. Danke, Mr. Beast. Und danke an das Team Aborg, dass ihr meinen Kanal abonniert. Vielen Dank. Ich habe das Team Aborg echt unterschätzt. Tja, Mr. Beast, das war noch nicht alles. Das Team Aborg kann noch viel mehr. Mann, ey, ich werde noch arm, wenn noch mehr Leute abonnieren. Tja, Mr. Beast, so war der Deal. Es hat schon wieder jemand abonniert. Ja, danke schön. Ey, Mann, ey, jetzt bekommst du ja noch eine Tasche voller Geld. Jetzt hast du schon gerade eben 30.000 Euro von mir gekriegt und insgesamt 40.000.
Mr. Beast, mach dir mal keine Sorgen. Ich werde mir noch mehr abholen. So, Freunde, ich habe hier richtig coole Schwerter auf dem Rücken. Seht ihr die? Und mit diesen Schwertern muss ich natürlich auch was Cooles anfangen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich das restliche Geld bekomme. Denn das nächste Upgrade kostet 100.000 Euro. Ich habe jetzt 30.000 Euro. Also fehlen noch 70.000 Euro. Was ist das denn dann hinter mir? Alter, sieht das krass aus. Leute, ich weiß, wofür ich meine Schwerter jetzt einsetze. Alter, sieht das krass aus. Was ist das denn hier für eine Geheimstation, die hier auf einmal ist? Das sieht ja unnormal heftig aus. Okay, Leute. Und zack, zack. So, jetzt komme ich hier rein. Easy peasy. Boah, hier hat sich aber echt jemand Mühe gegeben, so eine Geheimbase zu bauen. Aber da geht direkt eine Treppe nach unten. Okay, und hier ist nochmal ein Schild. Und bang, einfach drüber gesprungen. Let's go. Okay, was ist hier denn los? Was ist das hier für eine Geheimbase? Okay, ich gehe rein und... Oh, da sind Skibidi-Toiletten. Hey, was macht ihr? Hey, geh raus aus unser Geheimlabor oder wir erledigen dich. Los, Männer, erledigt ihn. Er darf meine geheime Forschung nicht in die Hand bekommen. Wenn wir diese Waffe weiter erforschen, werden wir Skibidis gewinnen. Alles klar, Boss. Wir greifen ihn an. Nicht mit mir. Ich greife dich an und zack und zack. So, lieber Wissenschaftler, und jetzt kommen wir zu dir. Du wolltest also die Skibidi-Toiletten benutzen. Du bist ja selber eine Skibidi-Toilette. Du wolltest eine Skibidi-Waffe erfinden. Nein, 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 nein. Lass bloß die Finger von mir. Wir Skibidis werden den Krieg schon gewinnen. Tja, aber nicht, wenn ich vorher das 1-Million-Euro-TV-Upgrade bekomme. Dann werden wir gewinnen und du wirst schon nicht mehr dabei sein, denn du landest jetzt im Knast! Haha, sehr gut! Leute, mein 50.000-Euro-Upgrade ist zu krass. Bald habe ich das 100.000-Euro-Upgrade, Leute. Let's go! Ich rufe jetzt nochmal schnell den FBI-Beamten an, damit er die Skibidis festnehmen kann und vielleicht kriege ich ja noch ein Kopfgeld ausbezahlt. Das wäre ultra cool. Du brauchst mich nicht mehr anrufen, denn ich bin schon da. Hiermit seid ihr Skibidis festgenommen. Ihr habt das Recht zu schweigen. Alles, was ihr sagt, kann und wird vor Gericht gegen euch verwendet werden. Aber Ork, das hast du wieder mal super gemacht. Danke, lieber FBI-Beamter. Springt denn dieses Mal wieder eine Belohnung für mich raus? Na, das ist doch glasklar, Ork. Hier sind 70.000 Euro als Belohnung. Hier, bitteschön. Danke für deine Dienste. Vielen Dank, lieber FBI-Beamter. Das war genau das Geld, was ich gebraucht habe. Okay, dann gehe ich jetzt direkt wieder zum Upgrade-Shop. Ich hoffe, dass diese Base hier zerstört wird. Hey, Freunde, dort vorne um die Ecke ist der Upgrade-Shop, da gehe ich sofort rein. Aber währenddessen wir laufen, möchte ich euch was erzählen. Denn es ist bald Weihnachten und vielleicht möchtest du dir ja Merch von mir wünschen. Zum Beispiel trage ich gerade diesen blauen Pullover. Den kannst du auch unter www.aberog.shop kaufen oder einfach über den Link in der Videobeschreibung. Ich habe noch viel mehr im Angebot, wie zum Beispiel eine Federmappe oder ein Poster, zwei unterschiedliche Tassen meine ich, Pullover in anderen Farben, T-Shirts für den Sommer und so weiter und so fort, sogar auch eine Lampe. Also check gerne mal www.aberog.shop aus oder klick auf den Link in der Videobeschreibung. Vielleicht ist ja was für Weihnachten dabei. Und jetzt bin ich nämlich auch hier beim Shop angekommen. Hallo, Speakerman! Hallo, Aborg! Lass mich raten, du möchtest das 100.000-Euro-Upgrade kaufen. Ganz genau, lieber Speakerman. Los, gib mir das 100.000-Euro-Upgrade. Das ist überhaupt kein Problem. Viel Spaß mit dem 100.000-Euro-Upgrade. Das nächste Upgrade kostet 500.000. Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt das 100.000-Euro-Upgrade. Seht ihr das? Ich habe hinter mir schon diese TVs jetzt. Ich habe einen blauen Anzug an. Boah, das sieht richtig krass aus. Oh, mir fällt gerade was ein.
ab dem 100.000 Euro Upgrade kann man sich auch teleportieren. Warte, ich mach das mal. Ich hab da schon so einen Riecher. Und zack. Oh, ich hab mich teleportiert. Alter, ist das Upgrade cool. Mit dem 100.000 Euro Upgrade kann ich mich wirklich teleportieren. Leute, ich bin in der geheimen Agency Area. Leute, ich bin im geheimen Bunker. Und ich denke, hier ist nichts Gutes am Start. Und oh mein Gott. Da ist eine Skibidi-Toilette. Nein, Eindringling. Was machst du hier? Ich bin 100.000 Euro TV-Man. Und ich bin hier, um die Skibidis zu besiegen. Alter, wie viel Kohle habt ihr hier denn angescheffelt? Das ist extrem viel. Ja, das Geld brauchen wir unbedingt für den Kampf. Tja, dann wird das wohl beschlagnahmt. Und Angriff! Alter, Leute! Ich habe die Skibidi-Toilette hier besiegt. Das 100.000 Euro Upgrade ist richtig krank. Aber ich kann das Geld nicht einsammeln. Das sind bestimmt mehr als 2 Millionen. Damit könnte ich mir zweimal das 1 Million Upgrade kaufen, Leute. Aber das Geld gehört ja jemandem. Das gehört der Bank von Brookhaven. Ich werde es jetzt sofort einsammeln. Boah, ich habe jetzt alles eingesammelt. Okay, und ich bringe es jetzt zurück direkt in den Banktresor. Let's go. Und so, Leute, hier ist das Geld sicher. Ich bin jetzt im Banktresor von Brookhaven. Schaut euch das an, okay. Jetzt gehe ich nach unten und ich sag den Bankern jetzt erstmal Bescheid. Hey, liebe Banker, ich habe euch mal locker flocker eben 2 Millionen Euro zurückgebracht. Das war Geld, was die Skibidi-Toiletten geklaut haben. Vielen Dank, lieber TV-Man. Dankeschön. Als Belohnung kannst du dir vom Geldautomaten 450.000 Euro Finderlohn abheben. Was? Dankeschön, alter Freunde. Das nächste Upgrade kostet nur 500.000. Ich gehe jetzt hier zum Geldautomaten und heb mir einfach 450.000 Euro ab, Leute. Ey, jetzt brauche ich nur noch 50.000 Euro, um das 500.000 Euro Upgrade zu kriegen. Das ist einfach zu krass. Das ist richtig heftig. Aber du hast gar nicht mitgekriegt, wie jemand deinen Kanal abonniert hat. Oh, hey, Mr. Beast. Heißt das, ich krieg nochmal 10.000 Euro? Ja, hier, bitteschön. Hier sind 10.000 Euro. Danke, Mr. Beast. Jetzt habe ich einfach schon 460.000 Euro. Das heißt, es fehlen nur noch 40.000 Euro. Und dann habe ich die halbe Million voll für das nächste Upgrade. Aber ich habe jetzt schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um schnell Geld zu verdienen. Das heißt, ich werde jetzt wohl ganz normal arbeiten müssen, um die 40.000 Euro zu verdienen. Und ich arbeite, glaube ich, jetzt einfach ein Jahr in der Eisdiele. Und nach einem Jahr sollte ich die fehlenden 40.000 Euro haben. Ein Jahr später. Leute, es ist endlich soweit. Es ist ein Jahr später. Aber ich habe jetzt die 40.000 Euro in der Eisdiele erarbeitet. Also Leute, mit normaler Arbeit kriegt man auch recht viel Geld. Jetzt habe ich aber die 500.000 Euro für das nächste Upgrade voll. Und darum gehe ich hier in das Upgrade-Geschäft. Ah, hey Aborg, lange nicht gesehen. Hast du die halbe Million Euro für das nächste Upgrade voll? Ja, lieber Speakerman, es hat etwas gedauert, aber endlich habe ich die halbe Million. Super, dann viel Spaß mit deinem halbe Million Euro Upgrade. Vielen Dank. Oh mein Gott, das halbe Million Euro Upgrade ist viel zu krass. Hört das ja, Mr. Beast? Hallo, Mr. Beast. Aber ich habe immer an dich geglaubt. Sogar mit normaler Arbeit hast du es geschafft, das 500.000 Euro Upgrade zu kriegen. Damit hast du meinen großen Respekt verdient. Möchtest du bei einer neuen Challenge mitmachen? Das Preisgeld beträgt 1 Million Euro. Was? Das Preisgeld beträgt 1 Million Euro? Das ist genau die Summe, die ich für das letzte, finale, übertrieben krasse Upgrade brauche. Ja klar, Mr. Beast, da mache ich mit. Okay, wir treffen uns gleich auf den Berg von Brookhaven. Alles klar, Mr. Beast. Für mich ist das kein Problem, denn ich kann mich doch teleportieren. Und ich bin da. Mr. Beast, du bist ja auch schon da. Na klar bin ich auch schon da. Ich veranstalte die Challenge. Es geht um 1 Million Euro. Die Teilnehmer sind der 500.000 Euro TV-Man, die Skibidi-Toilette und die Camera-Woman. Eure Aufgabe ist ein Rennen quer durch Brookhaven. Und der Gewinner bekommt 1 Million Euro. Ihr müsst von diesem Berg den ganzen Weg hin bis zur Tankstelle schaffen. Der Erste, der da ist,
hat gewonnen. Mir ist egal, wie ihr das anstellt. Der Gewinner ist der, der als erstes da ist. Oh mein Gott, Leute, Jackpot. Dann habe ich ja sofort gewonnen. Nicht mit mir, denn ich habe eine Bombe in der Hand. Viel Spaß damit und Peng. Nam, 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 oh Mann, ey, wo bin ich? Oh nein, nein, die Skibidi-Toilette, die hat uns alle erledigt. Ich muss das Rennen unbedingt gewinnen, denn ich will die 1 Million Euro haben. Ich leg los und ui. Nam, 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 nam. Ah, wo bin ich? Ah, ja, es gab ja das Rennen. Nein, die Skibidi-Toilette und die Camera-Woman sind schon abgehauen. Nein, ich will das Rennen noch gewinnen. Ich will doch die 1 Million Euro haben für das 1-Million-Upgrade. Das hole ich mir jetzt. Denn mein Ziel ist nur die Tankstelle dort hinten. Und da werde ich mich jetzt hin teleportieren. Denn ich bin der TV-Man und... Zack, ich bin da. Ja, ich bin als erstes bei der Tankstelle. Da kann mich keine Skibidi-Toilette und keine Camera-Woman aufhalten. Ich glaube, die Camera-Woman war nett, aber der Skibidi-Typ, der war richtig böse. Herzlichen Glückwunsch, aber Ork, du hast auch diese Challenge gemeistert. Viel Spaß mit den 1 Million Euro. Danke, lieber Mr. Beast. Ich weiß auch schon direkt, was ich damit mache. Ich hole mir natürlich das 1 Million Euro Upgrade. Aber Ork, du hast es tatsächlich geschafft. Ich gebe dir jetzt das 1 Million Euro Upgrade. Vielen Dank. Ich bin auch schon echt gespannt, wie das aussehen wird. So, Borg, da ist das Upgrade. Du siehst wunderbar aus. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Vielen Dank. Das ist das 1 Million Euro TV-Man Upgrade. Wenn das nicht krass ist, Leute, dann weiß ich auch nicht weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall jetzt gerne ein Like und ein Abo da und schau dir auch gerne das Video auf der rechten Seite an. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.